heute will ich mit euch darüber reden, über meine Erfahrungen, die ich mit Interrail gemacht habe. Zuallererst, was ist Interrail eigentlich? Interrail ist von Europa eine Möglichkeit, dass du eigentlich mit einem Ticket durch ganz Europa mit jedem Zug fahren kannst. Die Idee ist der Wahnsinn. Du hast ein Ticket, musst dich nicht darum kümmern, dass es in jedem Land andere Systeme gibt, dass es anders funktioniert. In diesem Ticket hast du gewisse Tage oder eben das ganze Monat, da kannst du so viel Zug fahren, wie du willst. Und damit ersparst du dir natürlich um einiges mehr Geld, wie wenn du jede Zugfahrt wirklich buchst. Ich habe Interrail zweimal gemacht, einmal mit einem Einländerpass in Italien für 3 Tage und einmal wirklich einen Monat und du kannst 10 bis 14 Tage fahren. Irgendetwas so. Was? In diesem, in dem wir einen Monat unterwegs waren, bin ich mit meiner Schwester und meiner Mitbewohnerin auf dem Weg gewesen und wir sind von Österreich, also wirklich von Innsbruck, über die Schweiz nach Paris, waren, ich glaube, fast 2 Wochen in Frankreich mit Paris, Bordeaux, Marseille, irgendetwas vergesse ich sicher, und sind dann weiter nach Spanien und waren dort in Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Cádiz. Das Wichtigste, was ich eigentlich mitgenommen habe, ist, dass es nicht ganz so einfach ist, wie es klingt. Du hast zwar ein Ticket und inzwischen ist das Ticket auch online. Wir hatten es noch im Papier, wo du wirklich dann jeden Zug draufschreiben musst. Inzwischen kannst du über das System die wirklich eintragen lassen. Du fährst mit dem Zug, dann geht alles automatisch. Aber das Schwierigste am Ganzen ist, in viele dieser Länder brauchst du eine Reservierung für die Schnellzüge. Und natürlich, wenn du Interrail machst, du wirst jetzt nicht jedes Kackdorf anschauen, sondern willst die Hauptstädte, willst Sachen aus deiner Liste abpacken. Wir wollten Paris sehen, wir wollten Disneyland Paris gehen, wir wollten Bordeaux, weil meine Mitbewohnerin dort gelebt hat, wir wollten Marseille, eine Freundin besuchen, wir wollten nach Spanien, weil ich Spanien liebe, wir wollten Madrid sehen, wir wollten Barcelona, Valencia, Sevilla, wir wollten einfach gewisse Städte sehen. Die beste Verbindung zwischen diesen Städten ist fast immer ein Schnellzug. Von Madrid in Sevilla bist du in 3 Stunden, wenn du einen Schnellzug nimmst. Mit dem TGV bist du von Paris in Bordeaux in nichts. Das geht so schnell. Allerdings, all diese Züge haben eine spezielle Reservierung. Und das haben wir etwas unterschätzt, denn das gibt es in Österreich nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher mit Deutschland, aber in Österreich, wenn du ein Ticket hast von A nach B, darfst du mit jedem Zug fahren, der von A nach B fährt. Ob das ein Railjet ist, der schnellste, den wir haben, ob das ein Rex ist, so ein Zwischending, oder eine S-Bahn, also wirklich ein langsamer Zug, du darfst in jedem einsteigen. Also ich habe für Tirol zum Beispiel ein Ticket, ein Jahresticket, und wenn ich zu meinen Eltern fahre, nehme ich den Railjet. Wenn ich hier einsteige, bei mir daheim, weil wir leben ein bisschen außerhalb von Innsbruck, und zum Hauptbahnhof fahre, dann nehme ich eine S-Bahn. Wenn irgendwohin ein Rex geredet wird, nehme ich den. Ich kann mit allem fahren. Und auch in Interrail. Wenn du Interrail machst in Österreich, kannst du eigentlich in jeden Zug einsteigen. Du hast ja schon dein Ticket. Die Reservierung ist eigentlich in Österreich nur optional. Also du kannst im Railjet optional reservieren, was ich auch empfehlen würde, wenn du zu den Hauptstoßzeiten von Innsbruck nach Wien fährst zum Beispiel, weil es schon voll sein könnte. Die Reservierung kostet dann für einen Sitzplatz 3 Euro und die kann man auch alleine machen. So, jetzt kommen wir nach Italien, Frankreich, Spanien. Tolle Destinationen, um Interrail zu machen. Allerdings ist es bei denen so, dass du ein Ticket für den Zug kaufst. Das heißt, auch in Italien ist es so, wenn ich ein Ticket kaufe, wähle ich dabei schon den Zug aus. Und mit diesem Ticketkauf habe ich auch einen Sitzplatz. Jetzt kommen wir mit dem Interrail-Ticket. Wir brauchen kein Ticket mehr kaufen. Wir brauchen nur einen Sitzplatz. Du darfst nämlich in diese Züge gar nicht einsteigen ohne Sitzplatz, weil es eigentlich nicht erlaubt ist zu stehen. In Italien kann es dir sogar passieren, dass du ein Ticket kaufen willst, also jetzt nicht mit Interrail-Ticket, weil du hast ja ein Ticket, und der Zug, mit dem du fahren willst, ist gar nicht mehr verfügbar, weil die ganzen Sitzplätze schon weg sind. Dasselbe könnt ihr in Spanien.
im Schnellzug, im, was ist der Schnellzug, in der AVE passieren. Dasselbe kann dem DGW in Frankreich passieren. Also bevor wir einsteigen, auch mit Interrail, brauchen wir eine Reservierung. So, da das in diesen Ländern immer automatisch rein ist, gibt es eigentlich keinen Grund, warum du eine Reservierung separat kaufen willst. Außer du bist mit einem Interrail-Ticket unterwegs. Jetzt ist es oft gar nicht so einfach. Auf der Seite vom DGW, kann ich mich erinnern, haben wir noch lange hin und her suchen. Ich glaube, nach einer Woche gefunden, wo man reservieren kann. Oder sogar erst im Nachhinein. Den Vorteil, den wir hatten, meine Mitbewohnerin Sarah spricht fließend Französisch. Das heißt, wir sind einfach zum Bahnhof gegangen und haben dort reserviert. Am Bahnhof können sie dir eigentlich immer helfen. In Italien haben wir es nach langem Hin und Her auf der Homepage auch gefunden, aber diese Optionen sind sehr, sehr versteckt. Also du musst ziemlich graben. Hinzu kommt, dass die Seiten oft nicht optimiert sind für Englisch oder für andere Sprachen. Das heißt, es wird recht schnell schwer, wenn du die Sprache nicht sprichst. In Spanien, glaube ich, ist es ihnen unmöglich. Wir haben keine Option gefunden, das online zu machen. Du musst wirklich zum Bahnhof gehen, zum Schalter und da mit einem Mitarbeiter sprechen und dem deinen Asunto erklären. Und das ist nicht immer so leicht, denn die Spanier sowie die Franzosen sowie die Italiener sprechen nicht gut Englisch. Und es war oft ziemlich schwer. Also ich hatte ein A2 in Spanisch wirklich anfangen. Ich konnte Wörter raushauen für die Reservierung und habe mich wirklich bemüht. Aber oft war es echt schwer, eine Reservierung zu bekommen. Noch schwerer war es allerdings, wenn du kein Spanisch sprichst. In Sevilla zum Beispiel, wir hatten den letzten Tag und jeder Zug von Sevilla direkt nach Barcelona war voll. Wir hatten aber drei Tage drauf einen Flug von Barcelona. Also wir mussten am letzten Tag von unserem Ticket wirklich von Sevilla nach Barcelona kommen. Kein Problem, wir haben ja ein Ticket. Also Sevilla, Madrid, Madrid, Barcelona. Bist du halt ein bisschen länger auf dem Weg anstatt die direkte Strecke. Wobei auch nicht, weil da fahren wirklich die schnellen Züge, also geht wirklich gut die Verbindung. Jetzt standen wir am Bahnhof von Sevilla und wollen reservieren. Sevilla, Barcelona, Reserva. Okay. Dann heißt ja, gibt nicht. Morgen. Oder morgen gibt es keinen Zug. Nicht so was, es gibt keinen Zug. Ja, es gibt keinen Zug. Sind alle voll. Ich sage, ja. Er hat gesagt, ja, einen Tag drauf. Ich sage, einen Tag drauf haben wir kein Ticket mehr. Wir müssen morgen fahren. Das war eine Diskussion von einer Viertelstunde, bis ich ihm erklärt habe, wir wollen dann von Sevilla nach Madrid, von Madrid Barcelona. Da gibt es hunderte Züge und er soll mich nicht verarschen. Und dann kam er, aber dann braucht ihr auch zwei Reservierungen. Dafür bin ich da. Ich will ja zwei Reservierungen. Ich will den einen reservieren und den anderen. Natürlich, jede Reservierung, die Reservierungen in diesen Ländern sind gar nicht so billig. Also mit 3 Euro in Österreich sind wir ziemlich gut. Es waren meistens um die 10 Euro Reservierung für jeden Zug. Das heißt, es sind schon 20 Euro für diese Strecke und die andere wäre 10 Euro. Aber die Alternative wäre, um 100 Euro ein Ticket zu kaufen am Tag drauf, weil da haben wir kein Ticket mehr. Neben uns waren zwei Jungs, die konnten kein Wort Spanisch und hatten dasselbe Problem. Dass sie ihnen auch gesagt haben, es fährt kein Zug, sie müssen aber mit dem Zug, sie werden da fahren. Und über Madrid, und das haben sie einfach nicht akzeptiert. Und da ist wirklich, also das war die allergrößte Herausforderung am Interrail, dass wir da standen und eine Reservierung brauchten. Und damit hatten wir nicht gerechnet. Also auch der Preis vom Ticket wird teurer, wenn du in Ländern wie diesen unterwegs bist. Wenn du mehrere Länder machst, ist es natürlich auch dementsprechend extrem wichtig, dass du dir die Situation ansiehst. Wie läuft das mit den Reservierungen? Brauche ich eine Reservierung? Ist das wie Österreich, also alles easy? Oder ist es wie in Spanien, Italien und Frankreich, dass man wirklich darauf schauen muss, dass man da mehr Vorarbeit leisten muss und sich wirklich anschauen muss? Und vielleicht jemanden mitnimmt, der die Sprache beherrscht. Das macht es viel einfacher. Wirklich viel einfacher. Ja, das war eigentlich der Hauptpunkt, der mir auch wichtig ist, dass man ihn wirklich versteht, bevor man auf Interrail geht. Denn dort hatten wir die meisten Schwierigkeiten. Und bist du schon auf Interrail gewesen oder startest du bald auf Interrail? Hast du noch welche Fragen? Hast du Erfahrungen, die du mit mir teilen kannst? Ich tausche mich wahnsinnig gern mit anderen Reisenden aus und höre wahnsinnig gern deine Erfahrungen. Kommentier es einfach unten und
Und wenn dir das Video gefallen hat, gib mir ein Like und folg mir, um alle Videos zu sehen, die so in nächster Zeit kommen. Auch wenn du mehr über Interrail erfahren willst, habe ich dir unten den Link eingefügt zu meinem Blogpost über Interrail, den großen Interrail Guide, einige meiner Interrail Erfahrungen. Und es kommt noch ziemlich viel, denn ich möchte das Thema Interrail wirklich mehr beleuchten und hoffentlich auch nächstes Jahr auf eine Interrail-Tour gehen. Bis dahin, tschüss, bis zum nächsten Mal.